Der in West-Berlin ansässige Geschäftsmann offenbarte Anfang 1987 im Rahmen kommerzieller Beziehungen einem zuverlässigen inoffiziellen Mitarbeiter der Hauptabteilung II, dass er über wichtige, die Sicherheitsinteressen der DDR betreffende Informationen verfüge. Ließ in einem Gespräch mit dem IM erkennen, dass er diese Informationen kompetenten Stellen preisgeben würde, wenn er dadurch eine Intensivierung seiner geschäftlichen Beziehungen mit der DDR erreichen könnte. Aufgrund dieses IM-Hinweises wurde bei einer seiner nächsten Einreisen in die Hauptstadt der DDR über ein Außenhandelsunternehmen legendiert dem MFS zu einer Aussprache zugeführt. Legte bei diesem und weiteren Gesprächen dar, dass ein Westberliner krimineller Menschenhändler seit längerer Zeit Schleusungen von DDR-Bürgern über Grenzübergangsstellen mittels gefälschter Ein- und Ausreisestempel in BRD-Reisepässen und deren Anlagen durchführe. Er wende dabei unter anderem zwei in der Praxis erprobte Verfahren an, mit denen in den Dokumenten Stempel eingetragen bzw. entfernt werden können. Nach entsprechender Übung sollen beide Verfahren in kurzer Zeit beherrschbar sein, ohne dass optisch sichtbare Spuren hinterbleiben, die bei der Grenzpassage von den eingesetzten Kontrolleuren mit bloßem Auge festzustellen sind. Diese Verfahren habe der Menschenhändler selbst entwickelt. Die dazu benötigten Materialien sollen aus den USA stammen und konnten von im Einzelnen nicht konkret bezeichnet werden. Beide Verfahren würden fast ausschließlich spezielle Chemikalien und Filmmaterialien erfordern. Das erste Verfahren darüber hinaus auch noch dünne Aluminiumplättchen. Letztere besitzen eine aus Gummi und Plaste hergestellte lichtempfindliche Schicht. Die Produktion des benötigten Filmmaterials und der beschichteten Aluminiumplättchen laufe derzeit in den USA aus. Nach Meinung des besäße der Menschenhändler davon jedoch noch eine größere Anzahl. Gab an, beide Verfahren sowie kleinere Mengen aller benötigten Materialien dem Menschenhändler für 20.000 D-Mark abgekauft zu haben, mit der Begründung, sie anderen Schleuserorganisationen zur Nutzung anbieten und verkaufen zu wollen. Vorerst habe von sich aus einem Prospekt zu den von ihm als Stamag bezeichneten Verfahren angefertigt, in der Erwartung, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und somit auch das Interesse des MFS zu wecken. Im Verlaufe der Aussprachen führte beide Verfahren praktisch vor und übergab dem MFS zum Zwecke der weiteren Untersuchung alle dazu erforderlichen Materialien mit weiterem Zubehör. Als Motiv seines Handelns nannte er ausschließlich materielle Gründe. Mit dem ersten Verfahren lassen sich in für Schleusungszwecke vorbereitete BRD-Pässe Vermerke über eine angebliche Einreise des Passinhabers in einen sozialistischen Staat eintragen. Erklärte, dass dazu von der Schleuserorganisation Bürger der BRD zur Ablenkung der Passkontrolleure und zur Verschleierung des eigentlichen Schleusungsvorhabens mit echten Reisedokumenten im Transit durch mehrere sozialistische Länder geschickt werden. Zum Beispiel zuerst in die Volksrepublik Polen, von dort in die CSSR und dann weiter in die Volksrepublik Ungarn. In allen drei Ländern können anhand der Originaleintragungen in den Reisepässen dieser BRD-Bürger mittels eines photochemischen Verfahrens Duplikate der Einreisestempel angefertigt und somit aktuell gültige Einreisevermerke in gefälschte BRD-Pässe der auszuschleusenden DDR-Bürger übertragen werden. Die Ausreise der DDR-Bürger ins westliche Ausland erfolgt aus einem der drei genannten Länder. Auf diese Art und Weise ließen sich gleichzeitig auch mehrere DDR-Bürger aus einem und aus allen drei Ländern ausschleusen. Von der Schleuserorganisation werde laut Angaben des aber auch die Einreise in nur einen sozialistischen Staat, speziell in die Ungarische Volksrepublik, praktiziert. Und am gleichen Tage die Ausschleusung der DDR-Bürger nach Österreich realisiert. Zum ersten Verfahren selbst.
auf den zu kopierenden Original-Einreisevermerk im Reisepass des BAD-Bürgers wird ein Stück Filmmaterial aufgelegt und mit einer kleinen durchsichtigen Plasteschachtel selbsthaftend abgedeckt. Dazu kann eine überall gebräuchliche Bonbonschachtel und Ähnliches verwendet werden. Der Filmstreifen ist dabei so auf den Stempelabdruck zu legen, dass dessen graue Schicht oben liegt. Die Belichtung des Films erfolgt mit schwachem Kunstlicht. Übergab dazu die Philips Leuchtstoffröhre TL8W-47. Die Belichtungszeit beträgt bei einem Abstand von 9,5 cm zwischen Film und Lampe unter Verwendung eines Gelbfilters ca. 11 Minuten. Als Messhilfe für den erforderlichen Abstand diente eine Zigarettenschachtel der Sorte Marlboro. Die genannte Leuchtstoffröhre kann aus dem 220 Volt Netz oder aus einer 12 Volt Autobatterie gespeist werden. An ihrer Stelle kann auch eine mit anderen Batterien zu betreibende Spezialleuchtstoffröhre benutzt werden. Der derart belichtete Filmstreifen wird anschließend entwickelt und fixiert. Als Behälter für beide Bäder verwendete die beiden Hälften einer Seifendose. Der Entwickler ist zu gleichen Teilen aus zwei klaren flüssigen Chemikalien herzustellen. Sie waren in Flaschen für Kosmetikartikel abgefüllt und als Rasierwasser getarnt. Das Fixierbad ist aus normalem Leitungswasser und einer weißen kristallinen Substanz, etwa einen Fingerhut voll, anzufertigen. Bei einer Entwickler- und Fixierbadtemperatur von 21 Grad Celsius beträgt die Zeit für die Entwicklung des Filmstreifens ca. 3 Minuten und für die Fixierung ca. 2 Minuten. Das so entstandene Positiv des Originalstempelabdrucks muss nun in ein Negativ umgekehrt werden. Dazu legt das Positiv in einen handelsüblichen Kopierrahmen und darauf wiederum ein Stück Filmstreifen, diesmal jedoch mit der bräunlichen Seite nach oben. Die Belichtung des Films erfolgt im gleichen Abstand und unter Verwendung der gleichen Lichtquelle wie im ersten Arbeitsgang, jedoch ohne Gelbfilter. Die Belichtungszeit beträgt diesmal nur 3 bis 5 Minuten. Gab an, dass zur Belichtung auch die direkte Sonnenstrahlung genutzt werden kann, wobei sich dann die Belichtungszeit auf 3 bis 4 Sekunden verkürze. Die Entwicklung und Fixierung des Filmstreifens erfolgt in der bereits geschilderten Weise unter Verwendung der gleichen Chemikalien und unter Beibehaltung der genannten Zeiten. Das nun vorliegende Negativ des Stempelabdrucks ist in Wasser gründlich zu säubern und anschließend zu trocknen und dient im Weiteren zur Anfertigung der eigentlichen Stempelplatte. Zur Herstellung dieser Stempelplatte werden die bereits genannten dünnen Aluminiumplättchen benutzt. Entsprechend zugeschnitten und an den Kanten entgratet, wird nach Entfernen der Schutzschicht auf diese das angefertigte Negativ gelegt. Das Aluminiumplättchen ist 20 Minuten lang mit einer Leuchtstoffröhre mit hohen Rotlichtanteilen ohne Filter zu belichten. Ich benutze dazu die Philips Leuchtstoffröhre TL20D18-09N. Da das Aluminiumplättchen beim Belichten photochemisch reagiert, ist es nun nur noch in einer nicht ätzenden Flüssigkeit
nennt in seinem Prospekt hierfür Wasser, Milch, Coca-Cola, Bier und so weiter gründlich zu säubern, zum Beispiel mit einer weichen Zahnbürste. Die unbelichteten Teile der lichtempfindlichen Schicht werden dadurch ausgewaschen. Danach ist die so hergestellte Stempelplatte mit der gleichen Leuchtstoffröhre zur Nachhärtung nochmals 5 Minuten zu belichten. Ist ein Dauergebrauch dieser Stempelplatten vorgesehen, sei es angebracht, sie im Ofen bei ca. 150 Grad Celsius 20 Minuten zu härten. Mit einer derart hergestellten Stempelplatte wird nun unter Benutzung eines gleichfarbigen Stempelkissens der Einreisevermerk in den vorbereiteten und verfälschten Reisepass übertragen. Der auszuschleusende DDR-Bürger kann dann, um beim genannten Beispiel zu bleiben, als angeblicher BRD-Bürger ungehindert aus der Volksrepublik Polen, der CSSR bzw. der Ungarischen Volksrepublik ausreisen. Nach Angaben des wird diese Methode der Fälschung von Einreisevermerken in BRD-Pässen von dem eingangs genannten Menschenhändler seit längerer Zeit erfolgreich praktiziert. Die zweite von dem MFS preisgegebene Fälschungsmethode ist das nicht ohne weiteres feststellbare Entfernen von Ausreisestempeln oder anderen Eintragungen aus Pässen und deren Anlagen. Dieses Verfahren kann nur angewandt werden, wenn der zur Schleusung vorgesehene Reisepass vorher entsprechend präpariert wurde und ein BRD-Bürger mit diesem Pass kurze Zeit zuvor in einen sozialistischen Staat ein- und wieder ausreiste. Nach Schilderung des F*** ging der Menschenhändler dabei in der Praxis folgendermaßen vor. Die noch leeren Seiten eines Reisepasses, in denen von dem jeweiligen Staat Vermerke über Ausreisen des Passinhabers eingetragen werden können, sind mit 2 verschiedenen Imprägnierern und mit einem Speziallack abwechselnd insgesamt 6-mal leicht zu besprühen. Erstens, Aufsprühen des Imprägnierers 1 und Trocknen. Zweitens, Aufsprühen des Imprägnierers 2 und Trocknen. Drittens, Aufsprühen des Speziallackes und Trocknen. Viertens, Aufsprühen des Imprägnierers 1 und Trocknen. Fünftens, Aufsprühen des Imprägnierers 2 und Trocknen. Sechstens, Aufsprühen des Imprägnierers 1 und Trocknen. Beim Besprühen der betreffenden Stellen sind die Sprayflaschen ca. 30 cm entfernt vom Dokument zu halten, um ein Durchnässen des Papiers zu vermeiden. Nach jedem einzelnen Arbeitsgang sind die besprühten Flächen mittels Föhn zu trocknen. Mit einem derart vorbehandelten Pass reist nun ein BRD-Bürger zum Beispiel in die Ungarische Volksrepublik und zurück in die BRD. Dort übergibt er diesen Pass sofort dem Menschenhändler, der in wenigen Minuten den Ausreisestempel aus dem Pass entfernt. Dazu benötigt er lediglich normales Feuerzeugbenzin und ein geeignetes Läppchen, zum Beispiel ein Tempotaschentuch. Durch leichtes Reiben des mit Benzin benetzten Läppchens auf dem Ausreisevermerk lässt sich dieser entfernen, da durch die Vorbehandlung des Passes die Stempelfarbe mit dem Dokumentenpapier keine feste Verbindung herstellte. Zur Vermeidung eventueller Spuren ist diese Stelle des Passes anschließend mit Pergament oder Butterbrotpapier mehrmals abzureiben. Dieses Verfahren sei bis zu 3-mal auf der gleichen Stelle der Dokumente anwendbar. Nach Auswechseln des Lichtbildes wird dieser Pass so schnell wie möglich dem auszuschleusenden DDR-Bürger in Ungarn übergeben, der dann zum Beispiel nach Österreich ausreist. Vor- und Nachteile beider Verfahren sind aus den Darlegungen des und aus der Dokumentation ersichtlich. Die Eintragung des Einreisestempels in den zur Schleusung vorbereiteten Reisepass nach dem ersten Verfahren beansprucht bei entsprechender Übung eine reichliche Stunde. Der Pass kann danach in dem jeweiligen Land sofort dem auszuschleusenden DDR-Bürger übergeben werden.
Das zweite Verfahren zur Entfernung des Ausreisestempels aus dem Pass erfordert an sich nur wenige Minuten, bedingt aber, dass dieser Pass nach Auswechslung des Lichtbildes erst wieder in den Staat transportiert werden muss, aus dem der DDR-Bürger ausgeschleust werden soll. Der Zeitfaktor ist bei Schleusungen mittels dieses Verfahrens unbedingt zu berücksichtigen. Nach Angaben des habe der kriminelle Menschenhändler die Erkenntnis gewonnen, dass der Transport aller zum ersten Verfahren benötigter Chemikalien und Materialien in die sozialistischen Länder problemlos verlaufe. Letzterer war der Ansicht, dass selbst bei Auffinden einzelner Gegenstände bei Kontrollen niemand Rückschlüsse auf deren Verwendungszweck ziehen könne. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die in dieser Dokumentation dargestellten Informationen des die Einleitung geeigneter politisch-operativer Maßnahmen in der DDR und bei den Bruderorganen zur Verhinderung von Straftaten gemäß § 213 Strafgesetzbuch ermöglichten.